Das Universum expandiert. Die Expansion des Universums vollzieht sich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Was passiert da eigentlich bei dieser Expansion? Grob gesagt treiben die äußersten Punkte des Universums auseinander. Das Universum zieht sich auseinander. Die Punkte expandieren. Und wohin? In die Leere? In ein anderes Universum? Man kennt das ja, die Expansion verdrängt das andere, das vorher Dagewesene. Aber woher will man das eigentlich wissen? Woher kennt man diese Expansion? Weil bei mir hier in meinem Zimmer expandiert gar nichts. Alles hat seinen Platz, nichts treibt einfach so auseinander. Und die Sterne bleiben auch da. Unsere Sonne bleibt ebenfalls da und unser Mond auch. Und auch alle anderen Planeten verlassen ihren Platz nicht einfach so. Wie misst man also diese Expansion? Und ihr habt das sicherlich verstanden jetzt, auf der Erde hier geht das nicht. Und die Expansion vollzieht sich eben mit einer unfassbar großen Geschwindigkeit, nämlich mit 68 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Megaparsec, circa 3,2 Millionen Lichtjahre ungefähr. Aber was hier wirklich geht, es geht um die 68 Kilometer pro Sekunde. Das ist unfassbar schnell. Und um das zu messen, muss man ganz, ganz, ganz weit weggehen. Und warum? Die Gravitation hier bei uns ist viel zu hoch. Die Gravitation zwischen den Galaxien ist viel zu hoch. Und so wird es in ferner Zukunft dazu kommen, dass unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie und unsere Milchstraße verschmelzen werden, weil die Gravitation eben zu hoch ist und die Expansion darauf ebenfalls keine Einwirkung hat. Und man kommt aber zum Entschluss, dass das Universum trotzdem expandiert. Wer wusste das aber? Wie kommt man da drauf? Es war Edwin Hubble. Er untersuchte die Spektren der weit entfernten Galaxien und er erkannte, dass die Emissionslinien eines bestimmten chemischen Elements überhaupt nicht im Frequenzband sind, wie sie hier auf der Erde stattfinden. So hat er sich ein Gas im Zylinder vorgestellt und so kann man nämlich die Strahlung der Atome messen. Man erhält eine gewisse Ruhefrequenz der Atome. Und so erkannte Hubble eben den Sauerstoff nicht dort, wo er ihn erwartet hatte. Denn auf der Erde hat der Sauerstoff einen genauen Platz auf diesem Frequenzband. Und dort, wo er ihn ebenfalls erwartet hatte, wie er auf der EDM ist, hat er ihn nicht gefunden in diesen Emissionslinien dieser weit entfernten Galaxien. Denn die Linie war bei den längeren und größeren Wellenlängen. Und so erkannte man, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist und desto mehr ins Rote verschoben ist diese Linie auf diesem Frequenzband. Vielleicht kennt ihr das ja, den Doppler-Effekt. Vielleicht schon mal gehört, in der Wirklichkeit dann auf jeden Fall schon mal gehört. Und was sagt dieser Doppler-Effekt nämlich aus? Wenn sich eine Schallquelle von dir entfernt, wird der Ton tiefer. Das heißt, zum Beispiel vom Krankenwagen kennt ihr das bestimmt von der Sirene von denen. Das heißt, auch die Wellenlänge wird größer. Und bei der elektromagnetischen Strahlung ist das genauso. Eine Quelle entfernt sich von uns und so müsste das Licht röter werden. Und was ebenfalls auch dadurch ausgesagt wird, ist, dass diejenigen, die am weitesten von uns entfernt sind, sich am schnellsten von uns wegbewegen. Was bedeutet das aber? Oder wie kann man das vergleichen? Stellt euch mal einen Luftballon vor. Luftballon, mehrere Punkte, könnt ihr euch aussuchen, aber betrachtet mal die Punkte, die am weitesten voneinander entfernt wären. Blast mal den Luftballon auf. Und die Punkte, die am Anfang noch am weitesten voneinander entfernt waren, die bewegen sich am schnellsten auseinander. Das ist eben diese Bewegung einer Kugel. Die Punkte bewegen sich nämlich mit der Kugel, mit der Expansion der Kugel, so wenn man so will. Und so kann das eben auch sein in einem expandierenden Etwas, in einem expandierenden Universum. Das ist ja quasi die Idee der Expansion, dass sich die weitesten Punkte voneinander wegbewegen. Was ja immer da zum Nachdenken anregt, ist ja, dass das Universum gestern dann kleiner war. Vor einem Jahr war es noch kleiner und vor 10 Jahren noch viel kleiner. Doch es ist keine Erfindung, es ist nicht irgendwo hergeholt. Es gab tatsächlich einen gewissen Nachweis von 3 Kernphysikern. Sie haben sich nämlich gefragt, bis zu welcher Größe können wir sicher sein, dass wir die Physik überhaupt noch verstehen. Und es war mal ein kleines Beithema, es war Max Planck, der erkannte, dass zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, dass 10 hoch minus 35 die kleinste kausale Länge war, die wir überhaupt uns vorstellen können.
Das heißt, diese 10 hoch minus 35, die sind wirklich die kleinste Größe, die überhaupt noch wichtig ist und die überhaupt noch einen Grund darstellt, diese zu untersuchen. Diese drei Kernphysiker, von denen ich zuvor gesprochen habe, haben auch an der Atombombe mitgearbeitet und an vielen weiteren physikalischen Errungenschaften mitgewirkt. Sie sind also ganz schlaue Köpfe gewesen. Sie haben sich gedacht, dass die fundamentalen Gesetze der Erde überall im Universum gültig sind. So sehen wir uns oder haben uns schon immer gesehen, dass wir der kosmische Durchschnitt sind. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Denn die Kernphysik kennen wir. Wir wissen, wie ein Atom aufgebaut ist, ja? Oder sind uns da zumindest sehr, sehr, sehr sicher. Zumindest bis zu einem gewissen Teil. Ja, wir wissen, dass im Kern die Protonen und Neutronen sind, in den Hüllen befinden sich die Elektronen. Wir wissen ebenfalls, dass das Proton beispielsweise aus zwei Upquarks und einem Downquark stehen. Und so erkannte man eben, ja, wir kennen die Kernphysik, wir wissen, was da passiert. Natürlich weiß man jetzt noch nicht ganz genau, was ist eigentlich dann noch da? Was ist zusätzlich zu den Quarks da, beziehungsweise woraus bestehen diese Quarks nochmal? Da gibt es beispielsweise die String Theory, die das beweisen soll, dass jedes Element, diese Quarks, nochmal aus ganz kleinen Strings bestehen. Doch darum soll es hier gar nicht gehen, ja? Es geht darum, dass die Menschheit wirklich sicher ist, die Kernphysik zu verstehen und verstanden zu haben. Und so kommt man auf das Urknallmodell, dass das Universum mal so groß wie ein Atomkern war. Und man ist sich dieser Theorie sehr sicher und sehr bewusst vor allem, denn diese Vorhersagen, die durch diese Theorie vorhergesagt wurden, sind tatsächlich eingetreten. Das heißt, es ist keine Erfindung, es ist nichts einfach irgendwo hergeholtes, es ist eine sehr, sehr gute Theorie. Und es ist immer sinnvoll, über die Expansion des Universums zu sprechen. Im nächsten Video werde ich über die kosmische Hintergrundstrahlung berichten. Was das so eigentlich ist und was auch das damit zu tun hat. Doch was jetzt als Merksatz zum Schluss kommt, das Universum breitet sich als Ganzes aus. Die Punkte driften wirklich voneinander weg und das Universum wird so immer größer. Es ist nachgewiesen und es wird auch immer so weitergehen.